Wer dort tatsächlich auf sie wartet, ahnt die Elftklässlerin nicht. Die zwei Männer sind Offiziere der Staatssicherheit. An diesem Tag wird die 17-jährige Internatsschülerin Kerstin als Spitzel angeworben. Ich hatte noch mein ganzes Leben vor mir, ja. Ich wollte mein Abitur machen, ich wollte studieren, ich wollte was erreichen im Leben, ja. Und das dann, also es ist Missbrauch, es war Missbrauch. Kerstin war eine begabte Schülerin, wollte Russischlehrerin werden. Deshalb besuchte sie seit ihrem 15. Lebensjahr die Spezialoberschule für angehende Russischlehrer Wickersdorf in Thüringen. Ihren Eltern war das Mädchen zu aufmüpfig. Das abgeschiedene Internat schien genau richtig zu sein. Abnabelung vom Elternhaus bedeutet für mich Wickersdorf, aber auch diese Strenge. Ja, dieses so eingeengt sein, ja, in seiner Entwicklung auch. Wir haben es ja auch immer Rotes Kloster genannt. An den Schulen der DDR sollten Jugendliche zu neuen sozialistischen Menschen erzogen werden. Freundschaft. Die Partei, die hat immer Recht. Und Genossen, es bleiben dabei. Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer Recht. Gegen Lüge und Ausbeuterei. Vielleicht kennen Sie dieses Lied, die Partei hat immer Recht. Und so war es auch. Das mag jetzt richtig blöd klingen, ja. Ich habe mir meine ganze Zeit das Leninbild mir auf meinen Nachttisch gestellt, um mir zu sagen, ich muss jetzt auch dran glauben, an den Sozialismus. Ja, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, also wenn du da jetzt nicht dran glaubst, dann machst du was verkehrt, dann gehörst du da nicht hin. Die Schuldirektoren sollen dafür sorgen, dass ihre Schützlinge auf dem sozialistischen Weg bleiben. Kerstins Schuldirektor in Wickersdorf ist Dieter Barth. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich für die DDR war. Und das habe ich auch Lehrern und Schülern so weitergegeben. Und es war schon wichtig für uns, dass sich unsere Schüler in dieser Weise auch bekennen sollten. Also das war unsere zentrale Aufgabenstellung und daran wurde im Prinzip bei den verschiedensten Gelegenheiten natürlich auch gearbeitet. Das Leben in Wickersdorf war überschaubar. Kerstin kam aus Jena, sie langweilte sich hier auf dem Land. Nur die Dorfkneipe bot Abwechslung. Das einmal saßen wir auch so zusammen und da saß dann noch so ein Typ, der hat irgendwie schon so ein bisschen so komisch dahergeredet. Es ging so um Musik, um die Westmusik, um die Ostmusik. Und ich habe natürlich für die Westmusik gesprochen. Ein Kumpel von mir, der hat mich immer gegen Schienbein getreten. Ich dachte immer nur, was hat der nur, ja. Und bis dann dieser Typ auf die Toilette ging und hat er zu mir gesagt, Kerstin, spinnst du, der ist bei der Stasi. Ja. Schon wenige Tage später kommt dieser Mann aus der Kneipe an die Schule. Er will ihre Schülerakte haben. Darin sind sämtliche Zeugnisse, die Beurteilungen durch die Lehrer und die Selbsteinschätzungen, die jeder Schüler regelmäßig schreiben muss. Das war eben so. Akten, wenn die vom MFS angefordert wurden, dann hatten wir die auszuhändigen und das wurde gemacht und die haben wir wiederbekommen, wurde gegen Quittung wurden die ausgehändigt und dann kamen die am nächsten Tag wieder und da hat sich keiner Gedanken drum gemacht, ob das richtig oder falsch ist und so weiter. Für die Stasi ist Kerstin interessant, weil sie gut in der Schule ist und trotzdem mit sogenannten negativen Jugendlichen zu tun hat. Das Ministerium für Staatssicherheit wollte wissen, was die Kinder und Jugendlichen dachten und fühlten. Stasi-Minister Erich Mielke befahl schon 1966, Minderjährige anzuwerben und zu Spitzeln zu machen. Für Mielke war die Frage, ob jemand Jugendlicher ist oder nicht, letztendlich nicht entscheidend.
Mielke war ja nicht jemand, der in rechtsstaatlichen Kategorien oder in Gesetzeskategorien dachte, sondern er war von einer Mission erfüllt, nämlich das Regime zu schützen. Und dafür war im Prinzip jedes Mittel recht. An der Juristischen Hochschule der Staatssicherheit in Potsdam lernten die Stasi-Mitarbeiter ihr Handwerk. Das Fach operative Psychologie gehörte auch dazu. Operative Psychologie wurde an dieser eigenen Hochschule gelehrt, auf einem ziemlich niederen Niveau, wo man Techniken oder Wissen vermittelt bekam, um andere zu schädigen. Umgangsdeutsch gesagt, um andere fertig zu machen. Die Hochschule war geheim. Kaum jemand kannte sie. Hier lernten Führungsoffiziere, welche Jugendlichen sich besonders gut zu Spitzeldiensten drängen ließen. Es gab mehrere Arten jugendlicher Mitarbeiter. Die einen, das waren die mit der ideologischen Zustimmung. Dann gab es die, die erpresst worden sind. Dann war es eine Gruppe, die man so als Vorteilsnehmer klassifizieren kann. Das waren also Jugendliche, die sich überlegt haben, wenn ich mit denen kooperiere, dann kriege ich dafür das und das. Und dann gab es die größte Gruppe, die nennen wir immer die Gruppe des gestörten Vertrauens, die also aus Elternhäusern war, kam, wo es starke oder erhebliche seelische Defizite gab. Wie rekrutiert man Kinder und Jugendliche, Minderjährige? Die Stasi will den Jugendlichen unter die Haut kriechen. Studenten der Hochschule erforschen, wie das geht. Sicherlich gab es Zweifel, aber das MFS war ein militärisches Organ. Wir waren in dem Sinne Befehlsempfänger. So, und dadurch konnte ich eigentlich nicht sagen, wie wenn ich jetzt einen Arbeitsvertrag habe, ich mache das nicht. Am Ende der DDR waren ungefähr 8000 Kinder und Jugendliche sogenannte inoffizielle Mitarbeiter der Staatssicherheit. Sie wurden in Vereinen, in Jugendclubs, in Kirchen und an den Schulen angesprochen. Es bestand in der DDR-Gesellschaft eine so schleichende Angst. Es gab irgendwo so eine Art Allmacht. Jedenfalls dachte man das, dass es die gab, diese Allmacht. Und das dachten natürlich auch alle, die in diese Diktatur hineingewachsen sind, wie die Jugendlichen. So, und plötzlich hatten sie dann mit dieser Allmacht zu tun. Und da entstand natürlich auch die Angst, die können jetzt wirklich alles mit mir. Und ich kann nichts mehr steuern. Wie ging die Stasi vor, wenn sie die Jugendlichen an der Schule aufsuchte, einem vermeintlich geschützten Ort? Während des Essens kam eine Durchsage im Speisesaal, dass ich mich dann bei Direktor Barth einfinden soll. Und dann saßen zwei Typen. Einer davon war dieser aus der Kneipe. Und ich wusste ja dann, dass die von der Stasi waren, ja. Und die haben mir dann erstmal so meine Beurteilung vom Kindergarten an erzählt, ja. Also ich war ein schüchternes, zurückhaltendes Kind. Die Führungsoffiziere kennen Kerstins Freunde. Sie wissen, dass ihr Vater ein hochrangiges Parteimitglied ist. Hier setzen sie an. Wie könne sie es sich da erlauben, Westmusik zu hören? Was würden die Eltern dazu sagen? Dadurch, dass ich auch das Gefühl hatte, die wissen alles über mich, habe ich natürlich auch das Gefühl bekommen, sie können auch weiter meinen Lebensweg bestimmen. Dann kam so die Phase, wo sie mir Honig ums Maul geschmiert haben. Die haben gesagt, sie suchen niemanden, der top hinter dem System steht, sondern jemanden, der unauffällig ist, der schnell Kontakte schließen kann. Und ich hatte halt auch die Befürchtung, wenn ich da nicht mitmache, dass ich dann auch mein Abitur nicht machen kann. Also weshalb mit den Leuten in meinem Zimmer gesprochen wurde, das weiß ich nicht. Das haben die mir auch hinterher nicht gesagt. Und dass da jemand unter Druck gesetzt wurde, das kann ich nicht in Abrede stellen, aber ich weiß es nicht. Von ihrem Direktor kann Kerstin keine Hilfe erwarten. Der Stasi-Offizier fordert sie auf, eine Schweigeverpflichtung zu unterschreiben. Das ist entscheidend bei der Anwerbung. Sie darf nicht einmal ihren Eltern davon erzählen. Schon in 2 Wochen soll sie den Stasi-Offizier wieder treffen.
In der Anwerbphase war es sicherlich so, dass ein kurzer Treffrhythmus da war, um, sag mal, denjenigen auch an die Firma zu binden, um erstmal diese Stabilität herzustellen. Kerstin weiß sich nicht anders zu helfen. Sie unterschreibt und soll ab sofort ihre Mitschüler aushorchen. Ich habe natürlich Angst bekommen auch und habe dann auch gezittert. Dann haben sie gesagt, was zittern Sie so? Sie brauchen hier nicht zu zittern. Ja, also das war schon, ich habe mich da schon sehr allein gefühlt. Nur der Sozialismus gibt der Jugend eine Gegenwart und eine Zukunft, in der es sich lohnt zu leben und zu kämpfen. Es gab einen Großteil Jugendlicher, die staatskonform waren oder eben von den Eltern so erzogen worden sind, dass sie eigentlich keine andere Richtung gesehen haben. Dann gab es sicherlich Aussteiger, die mit Gedanken gut gearbeitet haben, was sich gegen den Staat gerichtet hat. Und das war natürlich dann unsere Aufgabe, hier gegenzuwirken. In den 80er Jahren sehnten sich immer mehr Jugendliche in der DDR nach Spaß und Abwechslung. Ein wenig Freiheit. Nun wollten auch Parteifunktionäre eine kontrollierte Öffnung wagen. Jugendtreffen und Städtepartnerschaften mit dem Westen wurden denkbar. Doch die Staatssicherheit war misstrauisch. Was treiben die Jugendlichen da? Also da bildete sich ohne ihre Kontrolle Grüppchensysteme, wo gedacht, diskutiert worden war. Das war für die schon ganz furchtbar. Kaum zu ertragen, so paranoid waren die, dass die Kreativität von Kindern und Jugendlichen sich nicht entfalten durfte. In Dresden an der erweiterten Oberschule Friedrich Engels waren im April 1987 französische Schüler aus Straßburg zu Gast. Nach dem sozialistischen Pflichtprogramm übernahmen die Jugendlichen die Regie. Die Schulband trat auf. Der 16-jährige Marco Hermersdörfer sang und spielte Bass. Es war eigentlich für mich so ein bisschen heile Welt. Ja, also ich hatte jetzt auch nichts mit dem Staat, was ich daran auszusetzen gehabt hätte. Und insofern, ja, passte das irgendwie. Es passte in unser Lebensgefühl. Die haben Musik gespielt, wir saßen alle und wir dachten, es muss jetzt was passieren. Wir sind aufgestanden, Jungs und Mädels, und wir haben einfach die Dresdner Schülern gebeten, mit uns zu tanzen. Und so ist das Eis gebrochen. Ja, das sind bei uns die Sicherungen durchgegangen. Wir waren ganz euphorisch nach diesem Treffen mit den Franzosen. Und wir wollten daraus irgendwas, ja, wir wollten nicht, dass das vorbei war. Wir wollten daran anknüpfen und wir wollten, dass das weitergeht. Bernhard und Marco hatten eine Idee. Wie wäre es mit einer Schulpartnerschaft? Sie schrieben dem Dresdner Oberbürgermeister Wolfgang Berghofer. Ihr Brief war höflich und konstruktiv. Den Jungs ging es um Freundschaft und Völkerverständigung. Ich glaube nie, dass es jemand von uns jemals gedacht hätte, dass so ein Brief gefährlich sei. Was soll daran gefährlich sein? Da ist inhaltlich nichts Böses drin, es war nichts Staatsfeindliches, es war ein Vorschlag. Und das wollte man ja eigentlich im Rahmen dieser Städtepartnerschaft machen. Was soll da? Da ist doch nichts Gefährliches dran. Zurück in Frankreich schrieb der Schüler Jan einen Reisebericht. Memoir, das andere Deutschland. Die Stadt Straßburg verlieh ihm dafür einen Preis. Es ist ein unverstellter Aufsatz über die Kultur in der DDR. Kaputte Straßen und liebenswerte Menschen. Da ich noch in Verbindung mit Bernhard war, habe ich ihm das auch zugesandt und ihm auch gebeten, das den anderen Schülern zur Verfügung zu stellen. Einfach, dass er sieht, dass wir Erinnerungen hatten, dass wir was aufbauen wollten. Bernhard nimmt den Bericht mit in die Schule. Im Physikunterricht entdeckt ihn ein Lehrer. Es war ein Aufsatz eines Schülers aus Frankreich über seine Reise in die DDR. Es war nichts. Ja, es war völlig banal. In diesem Moment hatte der Lehrer die Möglichkeit, in einem Spektrum zu reagieren. Er hätte das zurückgeben können nach der Stunde mit dem Hinweis, mach sowas nicht wieder. Aber er hat sich eben für die systemkonforme, für die sich ganz sichere Variante entschieden. Er hat es an die Schulleitung weitergeleitet.
Kurz danach liegt der Aufsatz auf dem Tisch der Direktorin. Möglicherweise wäre es noch auf Schulebene zu stoppen gewesen, wenn die Schulleiterin gesagt hätte, okay, das lösen wir jetzt hier mal intern. Aber die Gefahr sozusagen darauf, dann wiederum von dritten Stellen angesprochen zu werden, die davon aus irgendeinem Grunde erfahren über IM oder weil hier ein Schüler darüber was zu Hause erzählt und die Eltern greifen den Faden auf oder ähnliches, das war eben nie so hundertprozentig abzuschätzen. Und insofern haben sich natürlich viele Akteure in dieser Kette im Zweifel immer daran gehalten, ich versuche nur meinen Tisch sauber zu halten. Was ist der Direktorin wichtiger? Das Wohl der Schüler? Die eigene Karriere? Sie kontaktiert, vermutlich noch am selben Tag, die Kreisdienststelle der Staatssicherheit. Für die erweiterten Oberschulen in Dresden ist Oberleutnant Klaus Müller zuständig. Für seine Arbeit an den Schulen ist er schon mehrfach ausgezeichnet worden. In der DDR sollten Schulen und Staatssicherheit kooperieren. Volksbildungsministerin Margot Honecker verpflichtete die Direktoren, besondere Vorkommnisse zu melden. Diese Verordnung war geheim und nur den Rektoren bekannt. Kein Schüler konnte in der DDR sicher sein, zum Abitur zugelassen zu werden. Das sozialistische Wohlverhalten war ausschlaggebend. Auch die 14-jährige Elvira erhielt 1975 die Zulassung für das Internat in Wickersdorf. Das war für mich ein ganz großes Geschenk, dass ich nach Wickersdorf darf. Es wurde mir die Möglichkeit gegeben, auf so eine wunderschöne Schule, wunderschöne Gegend zu kommen und dann noch eine Chance, einen super Beruf zu erlernen, mit Kindern umzugehen, die zu lehren. Das war eigentlich so die Chance für die Zukunft, die sich da mir aufgetan haben. Aus diesem engstirnigen, sag ich mal, armen Arbeitermilieu schon zu entfliehen. Elvira galt als klug und fleißig, engagierte sich in der FDJ. Gute Voraussetzungen für die Kaderschmiede. Doch der Sommer 77 veränderte das Leben der Schülerin. Ihre Mutter kam von einem Besuch in der Bundesrepublik nicht zurück. Ich habe wohl sofort verstanden, dass Republikflucht auch für mich was ganz Schlimmes bedeutet, wenn die eigene Mutter den Staat verlässt, wo ich eigentlich meinen Beruf, meine Zukunft aufbauen möchte. Mit diesem politischen Hintergrund, basierend auf dem Marxismus, Leninismus, Sozialismus, beißt sich das absolut. Und im ersten Augenblick war ich nicht nur traumatisiert, sondern auch wahnsinnig enttäuscht, wie es passieren konnte, dass jetzt an meinem Traum rumgekratzt wird. Elviras Familie zerbrach nach der Flucht der Mutter. Der Vater hatte keine Kraft, sich um sie und ihre zwei Geschwister zu kümmern. Die Mitschüler waren alles, was Elvira noch blieb. Wir haben ja immer mit anderen Mädchen zusammen im Zimmer gewohnt, also immer im Kollektiv. Oder wenn jemand Pakete von zu Hause bekommen hat oder am Wochenende haben die anderen von ihren Eltern die Gutzle oder die Würstchen mitgebracht, dann haben wir geteilt. Eigentlich wie eine große Familie. Elvira fasste auch Vertrauen zu einigen Lehrern. Dem Deutschlehrer erzählte sie von ihren Sorgen und Ängsten. Der Herr Dietzel war ein absolut warmer, gefühlvoller Mensch, überhaupt keine Distanz, auch ein bisschen besonders, sage ich jetzt mal, aber menschlich. Wir konnten mit allen Problemen an ihn rantreten. Lehrer Dietzel nimmt sich Zeit für Elvira, macht ihr Mut. Die 16-Jährige kann nicht wissen, dass er IM, ein inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit, ist. Als IM Ralf bespitzelte er mehr als 20 Jahre lang Kollegen und Schüler, auch Elvira. Der hat meinen Charakter oder beziehungsweise meine Zielstrebigkeit schon erkannt und der wusste sicherlich auch, dass ich voll für den Staat lebe. Das hat er erkannt und hat mich eigentlich deshalb verkauft an die Stasi-Leute und die konnten mich benutzen. Robert Dietzel gestand nach der Wende auf einer Schulversammlung als einziger freiwillig seine Tätigkeit für die Staatssicherheit. Auch seine Karriere als IM hatte mit einer Erpressung begonnen. Wenige Tage nach dieser Lebensbeichte beging er Selbstmord. Im Grunde war der ein absolut menschlicher Typ, dass der sich mit denen eingelassen hat. Zeigt eigentlich, dass er damit nicht klargekommen ist. Den haben die auch gezwungen, aus irgendwelchen Gründen.
Mit dem Unterschied, der war nicht minderjährig, sondern erwachsen. Er hätte Nein sagen können. Möglicherweise mit der Konsequenz, dass sie ihm an der Schule nicht mehr hätten lehren lassen. Auch die Schülerin Kerstin kommt in diesen Jahren in Robert Dietzels Berichten vor. Ihr Freund, die Hobbys. Das ist ja auch so diese Zeit, wo ich nach mir selber suche, mich selber finden, mich abnable, vieles ausprobieren möchte. Musik war, da habe ich mich eigentlich auch so dran festgehalten. Mittlerweile trifft sich die 17-Jährige regelmäßig mit ihrem Führungsoffizier. Alle zwei Wochen. Er ist immer gut vorbereitet. Ja, man hat sich sicherlich persönlich mit dem Jugendlichen, mit seiner Entwicklung, mit seinen Hobbys, mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen auseinandergesetzt. Und es gab ja auch bestimmte Interessengebiete, ob das jetzt Literatur oder Kunst oder Musik oder irgendwas war, wo man natürlich auch versucht hat, über diesen Weg Anknüpfungspunkte zu finden oder Gesprächsthemen zu finden und auch dann das in eine gewisse Richtung zu lenken. Manchmal chauffiert ihr Stasi-Offizier Kerstin, plaudert mit ihr, zwanglos, beiläufig und fast freundschaftlich. An eins kann ich mich noch erinnern, da hatte ich einen Freund gehabt, da haben die mich noch zu dem Freund gefahren. Ich habe mit dem Pink Floyd gehört, die haben draußen gewartet, ja, und dann bin ich wieder eingestiegen und dann haben die mich nach Hause gefahren. Aber warum die das gemacht haben, keine Ahnung. Was bekam das Ministerium für Staatssicherheit von den Kindern und Jugendlichen, von Minderjährigen? Informationen. So viel wie mögliche Informationen. Am besten ist, so haben sie sich das gedacht, dass diese Kinder und Jugendlichen alles erzählen, auch von zu Hause. Über ihre Eltern, über die Beziehungen, die da waren. Gerade sozusagen Beziehungsgeschehen war für die Stasi immer wichtig, weil das konnte man gut gebrauchen. Im Zweifelsfalle konnte man das ausnutzen. Es zeigt, dass es nur das absolute Ziel gab, wie Mielke es sozusagen immer sprichwörtlich gesagt hat, wir müssen alles wissen. In Dresden spitzt sich 1987 die Situation zu. An der erweiterten Oberschule Friedrich Engels werden die Schüler Marco und Bernhard zur Direktorin gerufen. Sie stuft das beschlagnahmte Memoir als Schund- und Schmutzliteratur ein. Auch der Brief an den Oberbürgermeister Berghofer kommt jetzt auf den Tisch. Die Jugendlichen werden zur Rede gestellt. Sogar der Schulrat ist anwesend. Dieses Gespräch war, also das wird sich noch sehr unangenehm, weil uns dann vorgeworfen wird, und wir wären gar nicht berechtigt gewesen, so einen Brief zu schreiben und wie wir dazu kommen würden. Und ich bin damals auch sehr schnell zurückgerudert. Bernhard ist damals auf dem Standpunkt gewesen, er hat das Recht dazu, sowas zu tun. Ich hatte eigentlich keine Angst, weil hier wirklich nichts passiert ist, nicht mal nach den Kriterien der DDR, was verwerflich war. Und ich habe da relativ selbstbewusst dann eben auch der Direktorin gegenüber gesagt, ich möchte das zurückhaben und es gehört mir. Und sicher haben die das als Dreistigkeit empfunden und als Aufmüpfigkeit. Und ein Schüler, der sich nicht unterordnet, war ja schon an sich nicht gut für das System. Die Direktorin meldet das besondere Vorkommnis, wie es von ihr erwartet wird. Auf 4 Seiten schildert sie die Vorgeschichte und nennt Namen. Bernhard ist in ihren Augen der Rädelsführer, Marco ein Mitläufer. Oberleutnant Müller hat nun sämtliche Informationen. Auch die Schülerakte von Marco wird ihm ausgehändigt. Müller kann nun die nächsten Schritte planen. Es läuft perfekt. Wer hat noch Kontakt nach Frankreich? Wer verbreitet das Memoir? Die Staatssicherheit will mehr über Bernhard Güttler wissen. Er ist der Sohn eines bekannten Trompeters. Er tritt selbstbewusst auf. Könnte sein Freund Marco ihn bespitzeln? Er gilt als einer, den man leicht anwerben kann, als nicht gefestigt. War ihm damals klar, dass sich die Staatssicherheit an den Schulen umschaute?
Das war immer so dieses unsichtbare Monster, was so über allem drüber hing. Und ich bin auch nie auf die Idee gekommen, dass ich nun irgendwie die Staatssicherheit nun so sonderlich für Kinder und Jugendliche interessiert. Als Marco Hermersdörfer mit seiner Akte konfrontiert wird, stellt er fest, dass er damals keine Chance hatte. Schon Jahre zuvor beschrieben ihn Lehrer als oppositionell und überheblich. Typische Eigenschaften für Jugendliche. In der DDR kamen sie einem Verbrechen gleich. Menschlich ist es eigentlich nur einfach verachtenswert, dass man solche Äußerungen tut und vor allen Dingen dann noch gegenüber so einer Institution. Also eine Einschätzung abzugeben, die also wirklich auch völlig unobjektiv ist. Die objektiven Einschätzungen, die kriegen Sie dann immer in den Zeugnissen. Und die subjektiven Einschätzungen, die da ja drin stehen, die wurden dann an die Staatssicherheit weitergegeben. Das fand ich schon sehr bedenklich. Die Akteneinsicht ist eine Begegnung mit einem früheren Selbst, auch für Kerstin Harabi. Wen hat sie verpfiffen? Und weshalb ausgerechnet diese Mitschülerin? Ich habe so über sie geschrieben, dass sie viele Kontakte hat, also auch mit Russen, Polen etc., Jugendlichen, ja. Und dann habe ich so geschrieben, dass sie schulisch sehr gut ist, aber einen schlechten Charakter hat. Also, und das zeigt ja von heutiger Sicht auch, ich hatte mit der ein Problem gehabt, ich hatte Streit mit der, ja. Und da war ich mir gar nicht der Tragweite bewusst. Man hat sich halt angezickt. Und ich habe das halt aufgeschrieben, ja. Abschöpfend, unglaublich. Die ganzen Treffen mit der Staatssicherheit, die habe ich wirklich gelöscht. Also die habe ich nur noch schemenhaft in Erinnerung, also so ganz tief im Unterbewusstsein vergraben. Der Treffpunkt ist geschickt gewählt. Im Saalfelder Haus der Jugend hat die Staatssicherheit ein Zimmer angemietet. Dort kann Kerstin unbehelligt ihre Berichte abliefern. Im Gegenzug wird sie bewirtet. Geraucht wurde viel, um so ein bisschen so eine Kumpelatmosphäre auch zu schaffen, ja. Um mir so das Gefühl zu geben, so du gehörst dazu, ja. Und dann noch Alkohol zu bekommen, ist ja auch toll, ne. Die sind ja wirklich über Leichen gegangen, ja, um nur an Informationen ranzukommen. Es gab sicherlich immer was zu essen oder zu trinken. Also Jugendliche haben immer Hunger gehabt. Ob das nur belegte Brötchen waren oder was, oder mal eine Flasche Bier oder irgendwie was, oder einen Kaffee. Also es fand schon in irgendeiner, man hat schon versucht, dort irgendwie eine Atmosphäre zu schaffen, die auch mit dazu beigetragen hat, dass derjenige sich dort eigentlich auch nicht ganz unwohl gefühlt hat. Ihr Führungsoffizier kennt die Bedürfnisse junger Menschen. Ich sag's jetzt mal so, ja, es war natürlich auch schon so ein Stück Anerkennung, ja. Boah, die haben mich ausgesucht, ja. Man muss sich immer vorstellen, ich war in dem System und sagen wir mal, das oberste System überhaupt hat mich ausgesucht. Was machte man, wenn die Staatssicherheit vor einem stand? Marco Hermersdörfer wurde 1987, kurz nach der Beschlagnahmung des Memoirs, ins Wehrbezirkskommando bestellt. Er glaubte, es ginge um seine Einberufung zur Armee. Also ich habe diese Karte bekommen, dass ich in dieses Wehrkreiskommando vorgeladen bin. Dann bin ich da rein, habe meinen Ausweis abgegeben, bin die Treppe hoch. Auffällig war, dass niemand mehr da war. Es war eigentlich alles finster. Von außen war eigentlich schon alles so dunkel, also wenig erleuchtete Fenster. Der 17-jährige Marco wird von zwei Stasi-Offizieren erwartet. Oberleutnant Müller und ein Kollege. Die beiden sind bestens informiert. Marco wächst vaterlos auf, die Mutter gilt als psychisch labil, seine Berufswünsche wechseln ständig und seine Noten sind durchschnittlich. Auch den Brief an Oberbürgermeister Berghofer kennen Sie. Das ging so los, dass man gesagt bekommen hat, der Oberbürgermeister von Dresden hat uns beauftragt, in Zukunft solche Briefe, die Sie da verfasst haben, mit Güttler zu unterbinden. Dann ging das gleich weiter, irgendwie so nach dem Motto, und außerdem, wer mit Güttlers zu tun hat, der hat mit Staatsfeinden zu tun. Also es war einfach so eine geballte Ladung erstmal.
Müller liest Marco aus seiner Schülerakte vor, konfrontiert ihn mit seiner Selbsteinschätzung. Auf diesem Tisch lag eben dann diese Selbsteinschätzung, wie sehe ich mich selbst? Das war meine erste Begegnung, also bewusst zumindest, mit der Staatssicherheit. Und in dieser ersten Begegnung habe ich einfach nur eigentlich absurde Vorwürfe gehört, die ich natürlich, gegen die ich mich auch gewehrt habe. Also ich bin da eher so auf eine Abwehrhaltung gegangen. Staatsfeindliches Verhalten, werfen sie ihm vor. In der DDR weiß jedes Kind, dass es gefährlich ist, ein Staatsfeind zu sein. Es ist sicherlich so, dass dieses Abstrakte oder die Angst oder wie auch immer man nichts mit der Staatssicherheit zu tun haben wollte, das stand schon immer irgendwie im Raum. Es gab ohne Zweifel irgendwelche Repressalien, die für denjenigen nachteilig waren. Auch Marco unterschreibt die Verpflichtung, über dieses Treffen zu schweigen. Die Offiziere drohen ihm mit einem Militärgericht. In den kommenden Monaten spricht er mit niemandem darüber, auch nicht mit seiner Mutter. Es ist natürlich so, dass man sich Schuld gibt, dass er eben kein Vertrauen hatte, zu mir zu kommen und mir das zu erzählen, dass ihn eben jemand bedrängt von der Staatssicherheit. Die wesentliche Drohung in dem Gespräch war eigentlich die, dass ich unter diesen Umständen nicht zum Studium zugelassen werde, weil ich eben nicht aufgrund dieses Briefes für den Bürgermeister geeignet bin, die zukünftige Jugend der DDR zu erziehen. Damit ist dann praktisch ihre Karriere in der DDR beendet. Die Stasi-Offiziere boten ihm einen Ausweg an, um die Sache wieder gut zu machen. Er sollte seinen Freund Bernhard Güttler bespitzeln. Marco wurde erpresst. An wen sollte er sich wenden? Ein solcher Missbrauch durch die Staatssicherheit war in der DDR erlaubt. Es gab kein Gericht und keine andere öffentliche Instanz, an die sich die Opfer wenden konnten. Kinder und Jugendliche waren diesem Staat schutzlos ausgeliefert. Als am Internat in Bickersdorf bekannt wurde, dass die Mutter Republikflucht begangen hatte, war es auch für Elvira soweit. Im Direktorenzimmer warteten bereits zwei Stasi-Offiziere. Ich wusste nur eins, ich muss parieren. Ich hatte Angst. Ich weiß, dass ich auf der Schule lerne. Und ich weiß, wenn der Staat mir Stasi-Leute auf den Hals schickt, sozusagen, muss ich denen Genüge tragen. Die wollten die Zusammenarbeit mit mir. Und zwar, dass ich denen nicht nur mitteile, warum meine Mutti geflüchtet ist, ob ich flüchten will und meine Geschwister flüchten wollen, sondern die wollten auch, dass ich über die Zustände an der Schule berichte, über andere Mitschüler. Und das hat mir natürlich sofort unwahrscheinliche Probleme innerlich bereitet, weil ich habe mit meinen Mitschülern zusammen gelernt und gelebt. Elvira kooperierte. Sie berichtete über ihre Familie und die Klassenkameraden. Die Treffen mit dem Führungsoffizier versäumte sie. Absichtlich. War den Pädagogen am Internat bekannt, dass ihre Schützlinge für die Stasi arbeiteten? Davon wusste ich gar nichts. Ich meine, natürlich haben wir geahnt, dass es unter den Schülern IMs gibt. Das war ja überall so. Aber ich habe keine Ahnung gehabt, wer das ist. Und ich habe mich auch hinterher nie dafür interessiert. Elviras Berichte waren der Stasi zu oberflächlich. Die Offiziere erhöhten den Druck. Elvira sollte sich von ihrer Mutter lösen. Ich habe es ein Jahr lang geschafft. Ein Jahr lang habe ich mir auf die Füße, Hände gebissen und habe keinen Kontakt zu meiner Mutter gehalten. Es hat mir fast das Herz zerbrochen. Was würde passieren, wenn Elvira Nein sagte? Nach einem Jahr war es ihr egal. Ich glaube, irgendwann war der Punkt da, wo ich ganz stark war. Und habe mir gesagt, okay, nein, ich kann nicht mehr mit euch arbeiten, ich will es nicht mehr. Ich weiß nicht, woher ich die Kraft genommen habe, weil ich war ja damals noch minderjährig. Die Liebe zu meiner Mutter war so groß, dass selbst die Stasi-Leute das nicht schaffen konnten, den Kontakt für immer abzubrechen.
Damit war sie für die Stasi nutzlos. Mit dem Eintrag unzuverlässig endete kurz vor Elviras 18. Geburtstag die Akte. Einige Jahre später beantragte sie die Ausreise zu ihrer Mutter und wurde freigekauft. Das ist für mich eigentlich bezeichnend für die Methoden der Staatssicherheit, muss ich sagen, dass die mich als Kind missbraucht haben, dass ich die Tragweite in dem damaligen Alter überhaupt nicht einschätzen konnte und ich mich absolut als Opfer sehe, eigentlich psychisch, moralisch vergewaltigt. Elvira, angeworben als 17-jährige Schülerin im Zimmer ihres Direktors. Leute, was soll ich heute nach 30, 40 Jahren dazu sagen oder 20? Das war eben nun mal so. Das war gesellschaftliche Realität und dazu muss man sich heute bekennen. Das ist so gewesen. Heute sich auf die Seite zu stellen, es tut mir heute alles leid, was wir gemacht haben, das wäre gelogen. Ein Staat vergreift sich an seiner Jugend. Stasi auf dem Schulhof. In diesem System sind die Schüler das schwächste Glied. Es war schon erschreckend, ja, dass die Staatssicherheit alles protokolliert hat. Die haben also jedes pubertäre Geschwätz aufgeschrieben. Und wie gesagt, mir war das gar nicht bewusst, dass die das für sonst was hätten gebrauchen können. Vielleicht um jemanden sein Leben zu vermasseln, ja, oder seine Karriere zu versauen, ja. Das war mir gar nicht bewusst gewesen in dem Moment, ja. Wie weit kann die Stasi bei Kerstin gehen? Ich wurde ja in Wickersdorf gebeten von der Staatssicherheit. Die hatten Verdacht von einem, ich glaube, Zahnarzt-Ehepaar. Die haben die verdächtigt, dass die DDR illegal verlassen wollen. Und da haben sie mir angetragen, mit deren Sohn zu schlafen, also ein intimes Verhältnis einzugehen, um das herauszufinden. Und das habe ich rundweg abgelehnt. Also das war auch für mich so, wo ich gesagt habe, also hier ist eine Grenze, die überschreite ich nicht. Kerstin bricht zu Beginn ihres Studiums in Jena den Kontakt zur Staatssicherheit ab. Doch der Riss im Selbstbild bleibt. Das hätte jedem passieren können. Aber es ist schon auch ein Stück Scham, gerade auch als ich so gelesen habe, das, was ich selbst geschrieben habe, wo ich auch teilweise erschrocken war. Ich bin stolz drauf, dass ich so für mich geschafft habe, da wirklich rauszukommen, auch kapiert zu haben, das ist jetzt deine Chance. Ja, das ist meine Chance. Sonst kommst du da ewig nicht raus. Wie kam man los von der Staatssicherheit? In Dresden versucht Marco Hermersdörfer seit 6 Monaten, den Führungsoffizier abzuschütteln. Das Seltsame war halt eben an diesen Wohnungen, dass die diesen typischen Türknauf hatten von innen. Also wenn er draußen war und aufs Klo gegangen ist oder irgendwas gemacht hat und die Tür war zu, konnten sie also nicht raus aus dem Raum. Also das ging also von innen immer nur mit Schlüssel aufzuschließen. Das war aber ein sehr unangenehmes Gefühl. Man hat es nie gelernt in der Schule. So und so gehe ich jetzt mit der Staatssicherheit um. Diese Entscheidung dann dort zu sagen, nö, das ist eine Entscheidung, die treffen Sie im Prinzip, was weiß ich, sehe. Da wahrscheinlich, dann sagt man immer, okay, du machst mit, ist vielleicht besser für deine Zukunft. Dann wachst du am nächsten Morgen wieder auf und sagst, nein, heute mache ich doch nie mit. Im Prinzip entscheiden sie das dort vor Ort. Marco will nicht für die Stasi arbeiten. Doch Müller überhört sein Nein. Eine bewährte Methode. Marco zeigt Briefe seiner französischen Freunde, will beweisen, dass er kein Staatsfeind ist. Müller ist das egal. Hat er mal so gesagt, können Sie mir das nicht mal aufschreiben? Dann habe ich immer gesagt, wie geht denn das? Und da hat er mir so das Blatt Papier davor gelegt und dann habe ich mich wirklich richtig blöd angestellt, weil ich das einfach nie wollte, weil ich mir gesagt habe, wenn er sich irgendwas aufschreiben will, soll er das machen, aber von mir halt nichts. Müller interessieren Namen- und Schulhofgespräche. Er protokolliert jedes Wort von Marco und übersetzt dessen Jugendsprache in seinen Stasi-Jargon.
Bei den Treffs wurden ja die Berichte in den wenigsten Fällen von den Jugendlichen handschriftlich geleistet. Im Prinzip hat der Mitarbeiter sich Notizen gemacht und daraus seinen Bericht gefertigt. Da jeder Mitarbeiter ja auch unter einem gewissen Erfolgsdruck stand, kann man natürlich auch die Wertigkeit der Informationen jetzt ablesen. Marco unterschreibt die Protokolle, damit er gehen kann. Ich bin diesem Mann nie begegnet. Ich weiß nie, ob er dasselbe mit seinen Kindern machen würde. Und ob er sich eben überhaupt überlegt hat, unter welchen Druck er einen minderjährigen Jugendlichen damit stellt. Ich war ja in einer Situation, wo es eigentlich nicht mehr vor und nicht mehr zurückging. Wie kommst du aus dieser Geschichte raus, ohne andere zu beschädigen? Und das war eben das Schwierige. Und nie, also ich konnte mich da nicht so verhalten, dass ich selber unbeschädigt rausgehe und die anderen auch. Das ging halt einfach nicht. Ich habe das Glück, nicht in dieser Situation gewesen zu sein. Und er hat Konsequenzen tragen müssen durch seinen Unfall, der ja damit sicher zusammenhängt. Also, nee, es tut mir einfach sehr leid. Anfang Juni 1988 spitzte sich Marcos Situation zu. Die Abiturprüfungen standen bevor, danach die Armee. Und die Staatssicherheit ließ ihn nicht los. Marco war am Ende. Ich habe gewartet und er kam nicht. Und da wurde ich dann schon unruhig. Und da klingelt es. Und da stand ein Polizist vor der Tür und ich dachte, der hat sich in der Tür geirrt und da sagte er, ob eben der Marco her musste, ob er hier wohnt und ihm wäre ein Unfall passiert. Marco blieb stehen, als eine Straßenbahn kam, wurde überfahren. Sein Bein musste amputiert werden. Bei der Operation wurden Fehler gemacht, die erst 10 Jahre später erkannt wurden. Für Marco war der Unfall dennoch eine Erlösung. Es gibt einfach Unfälle, die passieren zu einem bestimmten Zeitpunkt und passieren genau im richtigen Moment. Und dieser Unfall ist einfach in dem richtigen Moment damals passiert, weil sie einfach dadurch aus einer Lebenssituation rausgekommen sind, mit der sie nicht mehr weiterleben konnten. Nach dem Unfall kontaktierte ihn sein Führungsoffizier mehrmals. Doch Marco konnte sich abschotten, mit Hilfe seiner Freunde. Er sei ideologisch aufgeweicht, liest er später in seiner Stasi-Akte. Bis heute kämpft er um Wiedergutmachung. Eigentlich fehlt dieser Schlussstrich, dass man sagt, das, was damals passiert ist, das hätte so nicht passieren dürfen. Wir müssen uns eigentlich bei denen entschuldigen, die es betraf. Das betrifft ja nicht nur mich, sondern es betrifft ja einige tausend andere. Marco, Elvira und Kerstin. 3 Jugendliche, die von ihrem Staat erpresst wurden und sich nicht zu helfen wussten. Und nächste Woche beginnt unsere neue Reihe Kinder des Ostens. Sehen Sie den ersten Teil Meine Eltern. Nächsten Dienstag, 22:05 Uhr, hier im MDR Fernsehen.